Moin Leute, was geht? Willkommen zu Forza Horizon 5 mal wieder und ich dachte heute kaufen wir uns mal eine X-Klasse, steht ja auch schon im Titel, habe ich schon gesehen. Den wollte ich mir eigentlich schon in The Crew kaufen, aber habe ich dann nicht gemacht, weil, keine Ahnung, ich habe den dann irgendwann, muss man den mal benutzen, dann habe ich mich selber gespoilert und gesehen, man kann sowieso gar nichts bei dem Wagen machen. Aber an sich ist ja ein geiles Auto, also vielleicht kann man ja mit Felgen tiefer legen und Vorlegen was Cooles machen, müssen wir mal gucken. Ich würde sagen, wir kaufen den Bums erstmal hier. Der wohl nicht so teuer sein, ne? X-Klasse ist echt ein geiles Auto, Alter, ne? Guck mal, 65.000. Ist aber, muss man dazu sagen, kleiner als man tatsächlich denkt, ne? Man denkt immer so ein bisschen so, ja, ist eine rundliche G-Klasse. Aber wenn du dagegen eine G-Klasse hinstellst, dann sieht die G-Klasse aus wie ein Dinosaurier und die X-Klasse aus wie eine Ameise, so vom Gefühl her, ne? Also ich habe den, wo ich es in Real Life zum ersten Mal beide nebeneinander gesehen habe, Digga, da dachte ich mir so, wow. So klein ist der, oder was? Naja, ist wirklich klein. Aber ist eigentlich ein cooles Auto so an sich, ne? Ich finde aber, die hätte ihn größer machen müssen. So, gucken wir mal hier. Guck mal, so sieht das schon mal komplett bescheuert aus, ne? Aber jetzt so, ne? So ein paar Felgen vielleicht. Tiefer, eine nice Farbe. Oder ein Rollo hier da hinten. Ja, und genau. Und in The Crew war das auch ein reines Offroad-Fahrzeug. Und da kam dann, wo das Rollo ist, kamen so zwei fette Ersatzreifen raus. Das sah komplett bescheuert aus. Gibt's denn hier für Fall? Der ist das schon wieder überbelichtet, ne? ja, nee, Aufforderung. So petrolmäßig. Das ist auch eine geile Farbe. Ach, das Rollo bleibt so, oder was? Ja, gut, klar, macht auch irgendwo Sinn. Irgendwie, eventuell. Aber schön sieht es jetzt auch nicht aus, ne? Vielleicht kann man das Rollo ja aufmachen. Oder folieren, wäre auch gut. Ja, blau auch nicht schlecht. Schwarz geht sowieso immer. Ey, ohne Witz, ne? Die Farbe ist geil hier. Petrolmäßig irgendwas. Wir gucken erstmal, weil. Erstmal kaufen, dann mal gucken, ne? Das wäre mega cool, wenn man den jetzt so richtig fett tiefer legen kann, ne? Weil dann wird das schon was ausmachen, ne? Optikteile wirst du da jetzt eher nicht machen können. Ja, vielleicht die Vorsatzteile so, ne? Vielleicht kann man da ja auch so einen behinderten Spoiler hin draufhauen. Wäre natürlich auch nicht schlecht, ne? Aber wir gucken direkt mal rein hier. Oh, sogar Seitenschwelle. Ah, Trittbrett ist ja auch hier, okay. Front. Ja, Vorderteile, sag ich doch. Guck mal. Der Teller, Digga, der Teller. Was ist das für ein Teller, Mann? Aber das Leitblech sieht nice aus. Ist nicht zu groß geworden. Aber der Teller ist zu groß, Digga. Das geht nicht. Aber ja, an sich so, ist schon mal besser als gar nichts. Wenn er jetzt noch tiefer ist, fette Felgen. Die Chromteile da vorne, ne? Wäre eigentlich auch cool, wenn man die noch irgendwie lackieren könnte. Aber wird auch nicht gehen. Spoiler. Oh. Was haben wir denn hier, Junge? Alter, das ist ja mal eine... Digga, also, guck mal. Lol, warte mal von oben. Kann man das sehen? Guck mal. Alter, das ist schon ziemlich krass, ne? Wer hat das denn ausgedacht hier? Und Forza noch? Ah, okay, das ist dasselbe in... Ah, nee, das ist nicht dasselbe. Forza-Ding ist komplett durchgehend geschlossen oben. Und hier haben wir noch so eine schöne Kante, die aber auch voll geil aussieht, ne? Guck mal, so sieht man das gut. Carbon ist zwar nice, aber die Kante ist cool. Und da unten sind noch so zwei Streben. Die Belichtung ist voll kacke hier gerade, ne? Pickup-Design. Okay, auch noch nie gehört. So, was können wir jetzt hier? Original Mercedes, dann kann man die abmachen. Ja. War klar. Ist ja eh jetzt schon so viel Chrom dran, dann können wir die Dinger auch mitnehmen, oder? Dann lassen wir das so dran, ne? Ich weiß jetzt auch nicht, so ein komplett Standardwagen. Und dann so ein Spoiler hinten, ne? Aber okay. Felgen. Ich will mal kurz gucken, wie eine Größe einmal eben schnell gucken. 19 Zoll ist drauf. Normalerweise geht ja nur bis 21 immer, ne? Aber hier wird bestimmt ein bisschen was mehr gehen. Ah, okay. 16, cool. 20. Ja, dann doch 21. 22 sogar. Ohne Witz, ne? Jetzt guck mal. Ey, das macht doch schon mal einen Unterschied hier, oder? Aber es ist halt immer noch sehr hoch, das Teil. Irgendwas muss da gehen. Was hat der hier, Alter? Was hat der hier überhaupt für 190 PS? Sound! Warte, wo ist denn der Auspuff hier, ne? Hinten oder was? Ich habe gar keine Ahnung. Ja, das fand ich auch ein bisschen schade. Ich dachte, dass die X-Klasse, als sie das zum ersten Mal... Also, das war, glaube ich, noch ein Konzept. Da war das dann noch ein Konzept. Das Konzept sah übrigens viel geiler aus, ne? Ich dachte, die machen das so wie bei der G-Klasse, dass es auch so eine AMG-Version davon gibt. Aber es gibt von der X-Klasse keine AMG-Version. Nix, ne? Klar, ist auch irgendwie so Pickup so, vielleicht passt das auch nicht, aber ich hätte es trotzdem geil gefunden. Komm, ich guck mal eben schnell, was man hier so rausholen kann. Okay, Leute, wir sind beim Auspuff. Ihr glaubt aber nicht, was man da rausholen konnte, Digga, das ist komplett krank. Wir sind jetzt bei 617 PS. Ist der Standardmotor, ne? Und was am meisten ausgemacht hat, waren die Turbos. Digga, 350 PS durch den Turbo. Das heißt, wir haben 267 PS und nur der Turbo macht jetzt nochmal 300, also... Das, was wir haben, noch mehrmals, also nochmal oben drauf. Er ist komplett krank, ne?
Ja, okay. Boah, ja! Ja, stimmt. Ey, wir können ja auch hier einen Motorwechsel machen, ne? Boah, dann brauchen wir einen V8, Digga. Dann brauchen wir einen V8. Dann wäre das so ein bisschen G-Klasse-Niveau, ne? Wenn wir dann V8 reinscheppern könnten. Karosseriebausatz? Vielleicht wird es geil aussehen, aber da wird bestimmt so ein geiles Offroad-Moped kommen. Aber ich will eigentlich keinen Offroader daraus machen, ne? Wir gucken erstmal Motor hier. 6,2 Liter V8. Das ist schon mal richtig geil. V10, ja genau. Das geht auch nicht. Ja, genau. V12, ja genau. Aventador-Motor. Racing 7,2 Liter V8. Er ist ein bisschen deeper, aber der Racing ist halt schon krank, ne? Komm, lass uns mal den nehmen. Wie die Karre sich noch bewegt, ey. Allrad ist drinne, Heckantrieb willst du da, glaube ich, nicht haben. So, jetzt können wir noch hier einen Turboumbau machen oder Kompressor. Aber ist ein deutsches Auto, bauen wir da Turbolader ein. Turbolader bringt auch eigentlich immer, nach dem, was ich hier so gesehen habe, immer mehr Leistung noch. Also will ich mal gucken, was die hier gemacht haben. Oh, Pickup-Design auch. Warte. Nee, warte. Das war jetzt, glaube ich, ein Fake, Alter. Muss ich noch mal ganz genau hingucken. Was ist hier mit der Motorhaube? Was ist das denn, Alter? Hä? Halt's Maul. Ja, moin, das ist ja sogar Whitebody. Pickup-Design Whitebody-Set. Halt's Maul. Alter, wir kriegen diesen hässlichen Grill da weg. Ich kack ab. Bruder, ein schöner Grill. Und dann auch noch in schwarz. Guck dir das an. Und hier unten, Digga, diese fette Carbonlippe, Mann. Junge, was ist denn hier los? Ey, und er kriegt hier, guck mal, die Lufteinlässe. Hier, wo jetzt der Nebelscheinwerfer ist, ne? Guck mal. Er kriegt so diese Lufteinlässe von so einem klassischen AMG einfach. Ja, moin. Was ist denn das für ein Laden-Pickup-Design, Alter? Muss ich mal googeln, ne? Aber auch hier die Motorhaube, ne? Ja, das ist auch keine komplette Motorhaube. Das ist nur so ein, das sieht aus wie so ein Aufsatz vorne. Lol. Hä? Was ist das für ein krankes? Da guck mal, vor allem, er steht so vorne rüber, ne? Lol. Ey, und guck mal hier. Um den Scheinwerfer rechts drumherum. Da ist halt auch nochmal so eine Verbreiterung mit eingearbeitet, ne? Ey, das kannst du dir nicht ausdenken. Ey, das ist nicht dein Ernst, Alter. Das habe ich ja noch nie gesehen. Langweilig und dann kommt... Boom! Bruder, was ist denn da los? Aber die Gepäckträger da oben, stell dir das mal ohne die Gepäckträger noch vor da oben, das wäre noch geiler. Alter, aber, Digga, ist das jetzt der Auspuff hier oder was? Ey, warte mal, wir müssen mal raus. Ich kaufe das mal eben so. Ey, ohne Spaß, ne? Ignorier mal den Gepäckträger da oben, ne? Die Ansicht. Schick jemanden die Ansicht, der wird dir sagen, es ist ein GLE mit irgendwelchen Bodykit-Teilen. Oder nicht? Das sieht jeder, dass das eine X-Klasse ist, ne? Aber jetzt sieht's aus wie ein GLE mit irgendwelchen Special-Teilen noch. Auch die Verbreiterung. Achte mal auf die Kotflügel. Lul. Und das ist jetzt der Auspuff hier, oder was? Ach nee, das ist ein Fake. Wo ist der denn? Ach, dahinter ist der Auspuff. Ja, okay, das hätten die aber auch verbinden können, ne? Es wird halt einfach auch nochmal hinten verbreitert. Das wird halt einfach auch nochmal alles breiter. Ey, was ist hier los, Mann? Ey, das ist so, als wären wir gerade in Need for Speed oder so, ne? Guck mal, richtig, man sieht hier die Nieten noch. Da, so richtig reingeschraubt, die Scheiße da. Junge, bei der X-Klasse, wie geil ist das denn? Ey, ich schwör's dir, in The Crew, du konntest nichts machen, gar nichts. Alter, jetzt noch Felgen und Tiefer, da geht das richtig ab. So, warte mal, jetzt haben wir erstmal den Motor hier, den machen wir erstmal zu Ende. Okay, da kann man nicht mehr viel tunen. Ach so, der, wir haben mal den Racing genommen, der hat ja über 1000 PS. 1000? Junge, das auch noch, Alter. Mal gucken, was da noch geht. 40. Hubraum, was hat er überhaupt jetzt hier? Hubraum. Ja klar, 7,2. 7,5 Liter Hubraum drin auch noch. Komm, Turbo mal mit zuletzt. Das bringt nochmal 77. Ja gut, Schwungscheibe, okay. Also sind bei 1300 PS und das Ding macht nur 60, okay. Also fast 1400 PS Whitebody Kit in der bescheuerten X-Klasse. Auch die Farbkombi ist geil, ne? Da kam ja jetzt so ein Gelb mit dazu überall. So
So ein paar gelbe Akzente. Das passt auch zu dem Petrol-grün-blau hier. Aber ich muss noch mehr gelbe Akzente reinmachen, glaube ich. Das wird voll abscheppern. Da brauchen wir auf jeden Fall die fette Bremsscheibe. Oh, es geht nur Offroad. Ja, Digga. Aber wir schalten ja das Tuning-Dings frei, ne? Vielleicht kann man den da noch tiefer legen. Ich muss das jetzt gucken. Ich kaufe schon mal. Ich muss das jetzt gucken, wegen Felgen. Bitte. Ja, man kann es tiefer legen. Man kann es. Also von 41... Oder das so, das wird nicht, das, nee, das wird nicht reichen, Alter. Nee, das reicht nicht. Ich muss sowieso nochmal alles einstellen jetzt, weil das ist ja ein Offroad-Dings hier, ne? Ist ja ein Offroad-Fahrwerk. Ich muss alles einstellen noch, weil ich will daraus ja eben kein Offroader machen. Das heißt, ich muss auf jeden Fall noch hier Ausrichtung muss ich alles einstellen. Dann muss ich noch Stabis härter machen, Federn, bla bla. Also das muss ich auf jeden Fall noch machen. Guck mal hier, ne? Stabis rein, da können wir die auch einstellen. Papp, papp. Überrollkäfig. Alter, ey. Geisteskrank. Oh, Alter, ich werde gerade schon wieder müde. Wir haben es gerade halb, also 14.30 Uhr. 14.30 Uhr und ich habe die Nacht durchgemacht. Habt ihr bei Instagram gesehen, ne? Ich bin hier ja um 20 Uhr oder 21 Uhr aufgestanden. Ja, abspecken. Jetzt aber 60 Kilo, 200. Ja, das muss auch haben. Knappe 500 Kilo. Ey, jetzt ist es aber schon wieder ziemlich krass, ne? 1,8 Tonnen. So, jetzt Kupplung rein hier. Getriebe. 6-Gang nehmen. Oder lieber 8-Gang, dass man ein bisschen mehr knüppeln kann. Komm, dass man einen 8-Gang nehmen. So. 14,4 Kilo sparen wir hier nochmal. Sehr gut. Auf Rennen. Nee, das war's auch nicht, Digga. Felgen, wichtig. Oh, ohne Witz, ne? So, meine Lieblingsfelgen muss ich hier drauf machen. Die müssen da drauf. Jetzt hier, Junge, 22 Zoll. So ein Ding ist das. Und hinten 375. Ach du Scheiße. Digga, guck mal, wie das aussieht. Von Fahrradreifen auf LKW-Reifen. S1 885. Krass. Ich muss mal gucken, dass ich irgendwas noch ein paar gelbe Akzente reinmache, ne, mit der Folie. So, Leute, ohne Witz, ihr dachtet, der Wagen sieht schon geil aus, ne? Das dachte ich auch. Aber so nach so ein, zwei Stündchen ein bisschen rumgepopelt, ne, so ein paar Akzente gemacht. Ich schwöre es, der sieht noch mal viel besser aus. Guck dir das an, Alter. Guck dir das an. Das ist schon wieder ein anderes Auto jetzt. Es ist schon wieder ein anderes Auto, Alter. Guck dir das an. Schick jemanden davon ein Bild. So wie jetzt. Niemand errät, dass das eine X-Klasse ist. Garantiert. Wette ich alles drauf. Digga, sieht das nice aus, Mann. Guck dir das an. Ja, ich habe die Nieten. Ich habe alle Nieten, habe ich noch ein bisschen gelb gemacht, ne? Damit dann noch irgendwie ein bisschen geiler aussieht alles. So ein heftiges Auto geworden, Digga. Ist keine krasse Folie, ne? Nicht so viel. Dezent paar Akzente gemacht. Wer sich fragt, warum die Striche, wegen Rücklicht, ne? Mal drauf achten. Striche, Rücklicht, alles klar. Also meine Favorite-Ansicht, Digga, die ist einfach von vorne, ne? Ey, das ist so krank. Guck dir, guck mal. Guck dir. Was ist das? So, Freigabecode für die GLE-Folie hier. Könnt euch gerne runterladen, wenn ihr Bock habt. Aber jetzt will ich mal fahren. Weißt du, das Ding ist, jetzt... Ey, und deswegen ist Forza auch so krank. Guck mal, wie das aussieht von vorne, ne? Also jetzt mal ohne Scheiß. Das hätte auch einfach Need for Speed sein können, ne? Aber deswegen ist Forza auch so geil, weil der Wagen hat einfach einen langweiligen Motor, eine langweilige Optik. Also, dass du die Optik ändern kannst, hätte ich jetzt nicht gedacht, ne? Jetzt sieht das Ding nicht nur brutal aus, sondern hör mal. Jetzt ist es auch brutal. Das sieht geisteskrank aus von vorne, ne? Von innen mal gucken. Ah, Navi geht nicht, okay. Das Geile ist auch, guck mal, der Original-Tacho, da würde der jetzt bei 4000 aufhören zu drehen, so ungefähr hier. Und wir können jetzt noch hier bis über Tacho. Der geht nur bis 6000, oder? Wir können bis 8. Ja, moin. Digga, ey, 1400 PS in der X-Klasse. Oh, der taucht aber ein, ne? Warte mal. Boah, Alter, wie ein Bus. Oh Gott. Guck mal. Ja, das muss ich noch einstellen. Habe ich noch nicht gemacht. Das mache ich mal eben schnell. So.
So Leute, ich zeige euch mal eben den Tuning-Code hier, weil ich habe wirklich sehr viel geändert, ne? Jetzt ist es wirklich so wie normales Rennauto, sag ich mal, eingestellt so ein bisschen, ne? Das ist der Tuning-Code, wenn ihr könnt ihr runterladen, wenn ihr wollt, müsst ihr nicht, aber ich finde es auf jeden Fall nicer so, weil der ist jetzt halt einfach nicht so wabbelig, ne? Ist halt wie ein Rennwagen jetzt mäßig. Also das ist ja mal krass, ne? 1400 PS, Alter, guck mal, du kannst hier ganz entspannt, guck mal, 90, 95, du kannst ganz chillig fahren, ne? Aber komplett. Gegner. Acht Gänge. Alter, mega untertourig, ey. Digga, der ist schneller als der R7R, Alter. Gut, der hat auch ein bisschen weniger Power. Ja, okay, aber trotzdem, ne? Alter, guck mal, wie schnell da die 200 stehen, Digga. Jetzt müssen wir es hier nochmal testen. Habt ihr gesehen, wie gut der in die Kurve geht, Alter? Alter, hat das Ding Grip. Was? Ey, ich habe die Traktion aus, ne? Ihr seht das. Die Traktionskontrolle ist aus. Kann er so viel Grip haben, Alter? Der hat 100% Grip. Und ich fahre übrigens auf 75% Hinterradantrieb. Also nicht 50-50 oder so. Guck mal. Gar kein Wheelspin. 0,0. Digga, 200, 220, 230, 40, 50. Ey, wenn der Gangwechsel nicht so lange dauern würde, ne, dann würde der das komplett durchziehen, richtig schnell. Ne? Alter, guck mal, wie böse auch, ne? Ja. War mit Handbremse, ne? Zugegeben, war mit Handbremse, aber ich glaube, ohne geht's nicht, oder? Warte. Ne, gar keine Chance. Ne. Normalbremse. So gar nicht quer, gar nicht. Wir fahren 75% Hinterachse, ne? 75. Ja, da muss schon... Also da muss schon ganz, ganz krank rechts und links fahren, dass der da mal irgendwie Bock hat, da sich umzudrehen, ne? Handbremse. Ja, Handbremse geht das ein bisschen, ne? Ja, komm mal hier. Oh, ja, ich reiß ja alles ab, alles klar. Ja. Leute, was ist das für ein Auto geworden? Ey, oh, ich wollte einfach nur eine G-Klasse machen, weil ich da noch nie ein Video zu gemacht habe zu dem Wagen hier. In gar keinem Spiel. Und jetzt haben wir da ein Monster erschaffen, ey. White Body Kit. Einen geilen Grill. Eine ganz komische Motorhaube. Überrollkäfig. 1400 PS. Geile Farbe. Guck mal, pass auf. Er taucht jetzt auch gar nicht mehr ein, ne? Warte mal. Mache mal jetzt hier eine Vollbremsung. Guck mal. Wie stabil, die habe ich voll gut gemacht, ne? Siehst du kaum noch was? Was geht ab? Was sagst du jetzt zu der Front, Junge? Gut oder nicht gut? Einmal hupen für gut. Ja, komm, dann leck mich. Okay, Leute, ihr wisst, was ich sonst immer mache. Traktion an. Ich hab's aus.
Ich glaube, es macht wirklich gar keinen Unterschied bei dem Auto, ob du das an- oder ausmachst. Ohne Scheiß. Ich habe das letzte Mal Dings bei dem RS7R Video schon gesagt, ne? Guck mal, wie der zwiebelt nach vorne, ne? Das ist geisteskrank. Ich hatte das bei dem RS7R Video schon gesagt, dass der ja eigentlich gar keine Traktionskontrolle braucht. Da hat die manchmal geblinkt. Aber ohne Witz, ich glaube, bei dem Wagen, Digga, ist es wirklich. Und wir fahren immer noch 75% auf der Hinterachse, ne? Wenn ihr jetzt, keine Ahnung, 50-50 oder von mir aus auch 50, 40-60 fährst, also 60% hinten. Das ist, ihr habt es ja gesehen im Launch-Control, Digga, du trittst voll rein, es ist scheißegal. Es juckt ihn gar nicht. Hier hättet ihr jetzt vielleicht eingegriffen, aber ich sag's dir, wie es ist, es macht bei dem Auto keinen Unterschied, Alter, ohne Scheiß. Der hat so eine kranke Traktion. Man merkt jetzt hier eine Kurve, dass er fett ist, ne? Gar keine Frage. Da merke ich das Gewicht übelst in der Kurve hier. Aber vielleicht ist es gerade dafür gut, dass du die Traktion aus hast, weil dann kannst du nämlich genau sowas hier machen. Na, guck mal, ne? Ganz kranke Belastung jetzt hier gerade. Da kommt er dann doch ein bisschen so mit dem Hintern, aber das ist gut eigentlich. Ich glaube, sonst hätten wir dann vielleicht untersteuern. Das wäre dann nicht so nice. Aber der geht schon schlecht in die Kurve rein, ne? Das muss man einfach mal sagen, ne? Also, für einen Geländewagen geht er da super rein, ne? Nur bin ich jetzt vorhin den R7 gefahren, gefühlt Kurvenmonster. Da ist der schon eine andere Nummer, ne? Da haben wir auch einfach so fette Latschen da hinten drauf, ne? 3,75er Reifen hinten, ne? Digga, wenn die runter sind, Alter, die will ich aber nicht neu kaufen, ne? Die halten aber gut mit hier. Man sieht das, das ist hier komplett Gaga, der Wagen, ne? Die halten richtig gut mit, da guck mal, der da hinten, ne? Wobei beim RS7R waren die jetzt auch nicht so weit weg, ne? Also wir sind schon ganz gut. Das Ding ist, wir haben halt auch nicht die kompletten 900 ausgereist hier, ne? Wir haben hier, 985 oder so. Und das Ding geht halt nicht so gut in die Kurve. Ne, aber ich sag mal, nee, eine G-Klasse oder so ein Scheiß, da machst du locker platt, ne? Gar kein Problem, ne? Also das Ding ist geisteskrank. Was sowas, solche Autos angeht, ist das echt heftig. Guck mal hier. Ne? Guck mal. Das ist schon nice. Ja, ich hätte jetzt eigentlich fairerweise mit Traktion fahren müssen, weil ich das ja immer mache, aber... selbe, ne? Ja, hinten bei den S-Kurven, klar, da fährst du ja die ganze Zeit rechts, links, da reißt du auch richtig aus, ne? Aber ansonsten, Digga... Guck mal, für hier ist das jetzt gut gewesen. Guck mal, guck mal. Das haben wir ja noch nie gehabt, Digga, geil. Geil. Richtig gut, ey. Guck mal, der zimmert hier noch Rauchwolken hin, ey. Ich kack ab. Jetzt haben wir die ein bisschen abgehangen, ne? Ja. Also beim R7R war es so, da hinten, wo wir fast auf Null runterbremsen für die Linkskurve, da waren die schon kurz hinter uns. Oh, jetzt habe ich Scheiße gebaut hier. Ah, nee, komm, das will ich zurückspulen. Schnell das Teil einfach, ne? Ich sag mal, da lenkt er schon ganz nice in die Kurve, nur man merkt halt, dass er nicht agil ist. Das ist so das Problem ein bisschen, ne? Und das Ansprechverhalten auf der Lenkung ist jetzt auch nicht so krass. Du lenkst ein, da kommt erstmal gar nichts. So. Ja, es ist
Also beim ersten Meer war es ein bisschen mehr Abstand, aber kaum mehr. Aber klar, damit war natürlich viel besser, ne? Ist gar keine Frage. So. Digga, ist das ein Monster, ne? Das ist ein Monster. Ey, krass. Ich freue mich richtig, Alter. Ohne Scheiß. Weil ich feier den Wagen, ne? Aber die Anbauteile, die das Ding hat, sind absolut hässlich des Todes. Und das ist hier in Forza. Digga, wir sind hier nicht in Need for Speed oder so, ne? Wir sind in Forza. Ey, und dass du da sowas aus einer X-Klasse machen kannst, ist geisteskrank. Geisteskrank. Und dann natürlich noch, was Forza immer geil ist hier, ne? Einen fetten Motor reinklatschen und den Pimmel Vierzylinder da rausknallen, ne? 370 fährt das Ding hier. Ey, mit dem RS7 waren wir bei 380, ne? Nur mal so, zur Erinnerung. Und das Ding hier hat einen schlechteren KW-Wert, behaupte ich mal. Aber klar, ne, da sind wir auch mit dem Standardmotor gefahren. Ja, 6 Minuten 5. Mit einem Geländewagen, Digga. Mit einem Geländewagen, 6 Minuten 5, krank. Ey, und ich hab das nicht, Digga, ich hab jetzt echt genug gelabert. Ich will jetzt auch beenden hier. Ich hab genug gelabert, ne. Das ist krank. Ich freue mich, Digga, das ist richtig gut. X-Klasse, den werde ich öfter fahren, definitiv. Richtig nice. Leute, wir sehen uns, macht's gut, haut rein, euer Zocker, ciao, ciao. We'll be right back.